Wie lässt sich diese verlogene Chimäre, dieser Todesangst, Panik, Hetze aufheben, bekämpfen? Zuerst in der Erkenntnis, dass diese einzig und allein dazu dient, als Lüge des Proton-Pseudos in dem Moment, als wir mit Verlust unseres Realen in die Welt geworfen wurden und auf das Terreniere angeheftet, verpflichtet, verdingt worden sind, drangeheft worden sind über das Begehren der Mutter an das Andere, an das Dritte, an die Veränderung, an die Mangel, Hunger, Lucht, Dialektik, schnell nochmal ein wenig zu strampeln und zu zappeln, bevor das Tödliche sich schließt erneut. Denn dieses dient nur dieser Veränderungsdialektik, über den anderen sein Ding zu machen. Schnell nochmal die Bilanz, das Werk, das Haus, den Baum, all die Besorgungen, Sorgen, Mühen zu erledigen, die der Absicherung der Körper im Hier dienen und der Fortsetzung derselben im Jenseits. Aber das alles ist Chimäre, denn das ändert nichts in der Bilanz dessen, was für einen bedeutsam gewesen sein könnte. Nichts an diesen verdinglichenden, veränderten, alienierenden Aufgaben sind eigentlich relevant für den Eigenorganismus, der primär autistisch autochton angelegt wurde und erst durch die Sexualisierung, durch die Spaltkluft, durch den Mangelhungerspalt, durch die Terniere-Dialektik da hinaus buxiert worden ist und daran geheftet an dieses Objekt umfahrende Genussimperativ-Notwendigkeiten, die Reproduktion zu sichern für die dritte Ebene des Rhizoms, das da weitermachen will. Auch wenn dies die einzige Möglichkeit ist, etwas im Realen zu bewirken bei Menschen, nämlich sich fortzupflanzen in einem Folgekörper, wenigstens für die Reproduktionsfähigen, so ändert auch das nichts an der Bilanz des eigenen Bedeutungsbewusstseins im Seins, denn nichts von diesem Bedeutungsbewusstsein, von diesem individuellen, setzt sich fort in die Nachfolgekörper. Also auch hier ist die Veränderung eine vollkommen entfremdende und die Angst, Panik, Todeshetze ist eine verlogen, fälschliche, im Proton-Pseudos erzeugte, in dem Moment, als man gegenwärtig wurde, dass man nicht mehr hinreichte, das Begehren, den Dyadischen, des Anderen auszufüllen, so sehr, dass diese damit zufrieden sich fände, sondern dass das immer von Verlust, Verrat, Verlassenheit notwendigerweise begleitet sein würde. Also warum lässt man es nicht ganz bleiben und versteift sich auf den eigenen Hunger? Eben, weil einerseits auf der vorderen Seite der Medaille diese Lustleimrute lockt und zirzt, wie die Sirenen in ihren schönen Blendheits-Attrahierungseigenschaften, die ja auch nichts bedeuten für die eigene Seite, denn diese sind ja nur der Schein, dessen Theaterbühne sich bald wieder schließen wird in seinem Geflimmer und Geflitter. Und auf der anderen Seite diese Hetzpanik. Was ist denn eigentlich in der Bilanz, wenn du nicht dieses noch schnell vollendest, bevor du das Zeitliche segnest, noch schnell den Baum pflanzt, noch schnell das Kind machst, noch schnell das Werk abschließt, bevor du endgültig den Strick findest, sich an der Trauerweide, die ausgedauert hat, sich aufzuhängen, wie Wladimir und Estragon, die es 50 Jahre lang versuchen, aber sich auch nicht trennen konnten aus Gewohnheit. Denn
die entsetzlichste Vorstellung der Lügenimplantation ist, was wäre, wenn du wärest mit dir ganz allein verlassen von allem anderen Dritten, von jeglichem Objekt, sondern nur noch dieser Formel da genügen würdest, oh, ich bin ja R, ich bin ja S, ich bin ja dieser Körper da, der nichts hat als sich selbst allein und eigentlich sich genügt aus sich selbst allein, aber der wie alles, was ihm verraten wird und alle Dinge, die ihm vorgemogelt werden, dass sie ihn ergänzen würden, ihn stattdessen nur aussaugen werden, er sogar selber sich verraten und verlassen wird müssen, unweigerlicher, unvermeidlicherweise. Und also lass alle Angst fahren, denn das, was da kommen wird und was du nur betäuben kannst durch lindernde Betäubungen, Intoxikationen deines Geistes gegen diese Angst, oder indem du dich in Trott versetzt, die Muskulatur bewegst, damit die Angst nicht übergroß werde. Lass das bleiben, bleib sitzen, sieh dir die Angst an, sie geht vorbei. In einer halben Stunde entlarvt sie sich als das, was sie nur gewesen war, ihr vorzumachen, dass es da etwas gäbe, irgendetwas gäbe, dass dich erlöste aus deiner misslichen Lage, dass du ja sowieso nicht anders dich vorfinden kannst als da, wo du gerade sitzt oder gehst oder bist, als der, der du bist in deinem Gefängnis, das du leicht ertragen kannst, sobald du dir vorstellst, was Lacan sagt, denn du weißt ja, es wird irgendeinmal vorbei sein damit und es wird nicht gemäß dem zweiten Tod des Hades dazu führen, dass du erneut immer wiederkehren musst in diese Absurdität, die als Absurdität gemacht ist, damit sie sich aufrecht erhielte, damit sie sich wiederhole, damit sie den Hunger erzeuge und die Not und die Angst und die Lust und die Panik, damit du dich bewegen mögest, dass das also vielleicht doch enden wird können, wie das Buddha zumindest ersehnte, in einem endgültigen Auslöschen des Feuers Heraklits.